Ansichten eines Schriftstellers im Eppener Lanzerhaus. Kurt Landthaler führt uns zu seinen Lieblingsecken im Wortreich. Anhand von Stichworten, Texten und einer Prämisse zu literarischer Vielfalt. Überraschend war dann doch die große Menge auch von durchziehenden Schriftstellern, was sicher auch damit zu tun hat, dass es eine gehobene Tourismusgegend war, auch gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts, muss man inzwischen sagen. Vom Stichwort Urlaub über Wortmauern bis hin zu Missionen im Weltall und dem Planeten Eppern. Das überraschendste Fundstück. Perry Rhodan, 1963 geschrieben, ein Science-Fiction-Roman, ein Heftroman, der in Eppern spielt. So schöne Sätzen wie: Die Epperner sind Menschen ähnlich, jedoch etwas kleiner. Der Roman heißt Das Grauen, von William Foltz geschrieben, und es ist wirklich eine Science-Fiction, eine Expedition in das Weltall, um den Planeten Eppern zu erforschen. Festgehalten auch typisch Irdisches. Verfolgte und verhaftete Vordenker produzieren in Eppern Zeilen und Schlagzeilen. Da steht der aus Düsseldorf stammende jüdische Schriftsteller Franz Herzfelde, Künstlername Franz Held, wurde von der Polizei eingefangen und in die Psychiatrie gesteckt, in Gries. Mäßiger oder übermäßiger Alkoholkonsum an der Sonnenseite der Alpen. Wein trinken hält jung, das ist Karl Zuckmayer, der seitenweise über den guten Wein schreibt. Da fragt man sich natürlich unwillkürlich, wie viel Geld oder wie viel Naturalien hat er dafür bekommen. Das sind ganze Seiten, die er über den Südtiroler Wein schreibt. Wein hält jung. Köhlmeier wiederum geht in den Buff, den es in Eppern gab. In Eppern, wenige Kilometer von Bozen entfernt, hatten wir 3 Tage mit Freunden verbracht. Eppern war in der Erinnerung ein Nachtclub und ein Hotelzimmer, sonst nichts. Im Nachtclub Dolomiti hatten wir die Köpfe aneinander geschlagen. Das Dolomiti gibt's nicht mehr. Der österreichische Schriftsteller Köhlmeier hat einen langen Text geschrieben, der in diesem Nachtclub spielt. Eine Dame namens Sophie Mutz kommt da auch vor, und dann kommt auch einmalig für Westeuropa, schreibt Köhlmeier, eine Dame vor, die eine Striptease-Nummer auf Shakespeare-Stoffen produziert. Stichwort Produktion, eigene Filme, eigene Texte und eigene Vergänglichkeit. Das ist die Ecke mit 2 Texten, die in Ortsteilen von Eppern spielen, Mother Night und Biguenot. Und darüber hinaus kann man dann hier unschwer erkennen, wie Zeit vergeht. Das ist ein Porträt, das Gotthard Bonnell von meiner Wenigkeit gemacht hat, im Jahr 1982, das ist also jetzt 30 Jahre her. Das letzte Stichwort ist die Zeit. Sie ist um. Wer mehr sehen und lesen will, hat dazu bis Ende Mai eben Zeit.